Letzten Sommer habe ich auch am letzten Tag innerhalb von 15 Minuten entschieden, hier hinzukommen. Sportlich gesehen hatte ich natürlich ein paar Schwierigkeiten. Am Anfang auch nicht so gut gespielt. Aber die Zeit hatte ich mir eigentlich auch gegeben oder wollte ich mir auch geben, weil ich wusste, dass ich lange nicht gespielt hatte und ich da auch sicher Zeit brauchen werde, um wieder meinen Spielrhythmus zu finden. Und ich denke natürlich, dass das jetzt zurzeit gut klappt. Die Verletzung hat mich ein bisschen rausgeworfen, aber ich glaube trotzdem, dass die Spiele jetzt auch wieder alle sehr ordentlich waren. Und also ich fühle mich wohl in der Mannschaft und das habe ich einfach eigentlich schon vom ersten Tag an. Ja, natürlich könnte ich mir das vorstellen, aber ja, Stand jetzt, in meiner Karriere habe ich jetzt auch schon einiges erlebt. So ist das Geschäft, damit muss man leben. Ich weiß jetzt zurzeit eigentlich noch gar nicht, was nächstes Jahr ist, aber damit kann ich leben. Ich bin eh immer relativ oder bin ein spontaner Mensch und natürlich gibt es Optionen, aber entschieden ist da halt noch gar nichts. Aber natürlich würde ich auch auf Geld verzichten. Also was heißt verzichten überhaupt? Also Geld spielt jetzt eigentlich nicht so eine große Rolle. Also ich habe keine Ahnung, also wenn ich sage, ich habe keine Ahnung, was ich nächstes Jahr mache, dann also meine ich das auch. Ich weiß nicht, wer Interesse hat und wer nicht. Ich weiß nicht mal, ob Werder will oder nicht. Ich habe keine Ahnung und das ist aber auch kein Problem für mich. Letzten Sommer habe ich auch am letzten Tag innerhalb von 15 Minuten entschieden, hier hinzukommen. Wie gesagt, ich bin relativ spontan. Natürlich will man es nicht zu lange rauszögern. Es wäre wahrscheinlich auch noch mehr für dich drin gewesen in dieser Saison. Du hast es gerade schon mal angesprochen, wenn du nicht hier und da mal in die Quarantäne hättest dich begeben müssen. Würdest du sagen, dass dich dieser Status des vermeintlich Ungeimpften dann auch ausgebremst hat in dieser Saison, in deiner persönlichen Entwicklung vielleicht auch? Und warum ist das eigentlich so? Ja, ist immer hypothetisch, ne? Es wäre mehr drin gewesen. Ich meine, so wie es jetzt oder wie ich jetzt gespielt habe, das hat mir dann vielleicht auch niemand mehr zugetraut. Und darauf bin ich auch stolz. Durch diesen Weg, der nicht einfach war, auch wieder gegangen bin. Und das bin halt auch ich. Ich stehe immer zu dem, an was ich glaube. Und habe mich auch nicht kleinkriegen lassen, egal von wem. Und darauf bin ich sehr stolz. Und was mehr drin gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber ich bin stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe und dass ich jetzt auch so die Leistungen bringe und der Mannschaft so helfen kann. Das kann mir auch keiner nehmen. Warum war bei dir jetzt die Überzeugung, dich dann offenbar nicht impfen zu lassen? Also magst du darüber sprechen oder willst du es lieber für dich behalten? Ich würde gerne drüber sprechen, aber nicht so viel Zeit und auch nicht so, also nicht so viel Lust jetzt auf so eine Art und Weise, aber jeder, der mich kennt oder mich persönlich kennt, der weiß auch warum oder wieso und mehr brauche ich dazu nicht zu sagen.